Neue Aufladung. 100% Stromende. Okay, Black Screen. Oh ne, geht weiter. In der ersten Woche unserer Ausbildung lehrten sie uns eine Lektion. Ein guter Soldat weiß, dass es nur eines gibt, worauf er sich verlassen kann, wenn die Chips ausfallen. Nicht auf seine Informationen und nicht auf sein Equipment oder seine Waffe, sondern nur auf sich selbst. Ich habe lange gebraucht, um mich daran zu erinnern. Fürs Erste ist der Krieg vorbei. Ich habe Fehler gemacht, aber ich bin nur ein Mensch. Mein Name ist Lawrence Barnes. Sie nannten mich Prophet. Vergessen Sie mich nicht. Crisis 3. Badam pam. Yeah. Crisis 3 ist durch. Perfekt. Kann ich jetzt die Mitwirkenden noch überspringen? Nein. Ich werde die mal offscreen durchlaufen lassen. Kann ja sein, dass da jetzt noch was kommt und dann kommt mein Fazit. Also, bis gleich. So, Leute, da ist jetzt Special Thanks. Ich hoffe mal, dass das jetzt das letzte ist. Ich habe euch jetzt mal dazu geschaltet. Ich hoffe mal, dass es jetzt langsam wirklich das letzte ist. An Credits. Die waren so ellenlang. Ja, mein Gott. Gucken, ob hier auch nochmal irgendwann Deutsch kommt. Mein großer Dank geht an unsere Familien, Freunde und Fans für ihre Unterstützung und Ermutigung. Mit eurer Hilfe haben wir unser Ziel erreicht. Das sind jetzt sämtliche Sprachen. Und hoffentlich kommt nach den Credits nur noch irgendwas. Ansonsten, ja. Naja, die sind echt wirklich lang. Keine Ahnung, die gehen bestimmt jetzt schon vor 6 Minuten. Oh, ja. Wie gesagt, mal gucken, ob hier nachher noch was kommt. Und da sind die letzten Credits auch vorbei. Oder auch nicht.
EA-Credits kommen jetzt auch noch. EAP. Ich hoffe mal, dass das wirklich jetzt langsam zu Ende geht. Ansonsten werde ich euch nochmal dazu holen gleich. EA UK, Irland. Ich doch noch drin, French und Benelux. Also wirklich, wie viele Leute da einfach nur mitgearbeitet haben bei dem Spiel zum Entwickeln. EA Germany, da sind 2, 4, 6, 8, 10, 11 Leute dran beteiligt gewesen. Portugal, Polen, also weltweit mehr oder weniger wurde die entwickelt. Ja, so viele Sprachen. Also es war Russisch mit bei, es war Japanisch mit bei, Italienisch, Französisch. Es war alles mit bei. Oh, EA Source Africa, ein einziger nur, okay. EA Central Asia, Marketing und PR Special Thanks. Ich hoffe mal, dass die wirklich gleich mal zu Ende sind. Oder auch nicht. Ja. Ich hoffe mal, dass die nicht noch so allzu lang sind. Weil, ja, mir der Gesprächsstoff langsam ausgeht. Achso. Die AlphaZeph hat mich ja voll unterbrochen. Jetzt nochmal zum Thema Call of Duty Online. Es war erst für China gedacht. Also geplant ist Call of Duty Online. Aber jetzt ist es auch wohl für komplett Europa und so gedacht. Beziehungsweise in Planung. Und da hat man halt, wie gesagt, zwei Spielmodi. Kill confirmed, also Abschluss bestätigt und Team Deathmatch. Und man spielt da, glaube ich, Eastake kann man da spielen, Storm kann man spielen, ja halt, keine Ahnung, ich glaube 6 oder 7 Maps von MW1 und MW2, ich glaube aber die MW1 Maps überwiegen. Inwiefern das nachher alles läuft und alles, darüber stand nichts. Ich denke mal, Call of Duty, beziehungsweise die Leute, die hinter dieser Idee stecken, wollen einfach nur Battlefield Play for Free Konkurrenz machen, da Battlefield, wie einige ja wissen, halt auch jetzt schon ein Free-to-Play online hat. Das nennt sich halt Battlefield Play for Free. Ja. Und es dauert scheinbar dann noch ein Weilchen und ich hol euch denn dazu, wenn die Credits jetzt endgültig zu Ende sind. Also gleich wieder da. So, und da haben wir nochmal Special Thanks und ich hoffe mal, dass das jetzt wirklich die letzten Credits waren. Und dass jetzt auch noch was kommt. Okay, wird schwarz. Scheiße, was war das? Seht ihr irgendwas? Lauf los! Zelldirektorium in Versteck 4 gebracht. Wir werden hier abgeknallt. Wir fliegen. Guten Abend, sehr verehrte Herrschaften. Ich war vor einiger Zeit mal Gast in einer ihrer Kliniken. Und würde mich gern beschweren. Okay, hat sich ja doch noch das Warten gelohnt. Da will sich also unser lieber Michael Sykes beschweren. Ja. Also, das war jetzt Crysis 3. Die Cutscenes sind ja mal hammergeil. Am Ende, also bevor die Credits anfingen in der letzten Cutscene, da hat man die Insel von Crysis 1 gesehen, Ling Shan, glaube ich, hieß die. Und das sah so aus, als wenn Prophet den kompletten Nanosuit absorbiert hatte. In sich gehabt. Weil die Augen waren noch so komplett so Nanosuit-mäßig alles. Und dann war auch Pam so unsichtbar.
kann sein, dass er jetzt den Nanosuit nicht mehr an sich trägt, sondern jetzt, sag ich jetzt mal, seine Haut jetzt nur noch richtig Nanosuit-mäßig ist und alles. Ich weiß es nicht. So, jetzt gucken wir hier nochmal kurz umher, die Extras. Was habe ich denn hier für Spielvideos? Ich glaube, das sind die ganzen... Prophet. Ja. Prophet. Ja, das sind die ganzen, Zwischensequenzen gewesen. Epilog, Bild zurück. Da haben wir hier noch Story-Informationen. Da ist ja so viel nicht drin. Agentenakte. Oh. Okay, da können wir ja nochmal fix durchgehen. Präzision von fast 60%. Bin ich echt mal erstaunt. Also Hammer. Denn Kopfschüsse in der Luft ein. Ein Waffenkills 44, Tankkills 11. Kill 295. Kopfschüsse 2354. Nicht schlecht. Da habt ihr jetzt mein Nanosuit. Längstes Leben 26 Minuten. Also fast 27 Minuten. Da seht ihr jetzt inwiefern. In 3 Stunden normale Energie. 1,2 Spielstunden im Stealth-Modus und 44 Minuten nur im Panzer-Modus. Und da seht ihr dann meine restlichen Predator-Bogen. 94%, der Rest alles. Drittanbieter Software, Nanosuit Zoo-Raum. Brauchen wir alles nicht. Jetzt ein Fix zum Resümee. Also, die Grafik an sich ist von Crysis 3 hammergeil geworden. Auch wenn ich bloß auf niedrig spielen kann, also nur die Texturen, der Rest konnte ich alles auf hoch stellen, glaube ich. War das trotzdem hammergeil. Also, wenn man das jetzt noch Texturen auf Ultra High, also wenn man wirklich alles so voll knallen kann, das muss ja richtig affenartig hammergeil aussehen. Die Cutscenes an sich sind hammergeil gemacht, finde ich. Also richtig emotional und alles, der kommt echt geil rüber. Musik, alles, Soundtracks, die sind auch recht geil geworden. Also Crysis, ich mag Crysis an sich ja eh schon, aber Crysis 3 hat echt nochmal alles getoppt, das ist so genial geworden. Also wer Crysis an sich auch mag, der macht mit Crysis 3 nichts falsch. Definitiv nicht. Das ist so ein geiles Spiel. Die Story wird super genial erzählt. Und weiß nicht, also ich weiß gar nicht, was hat denn GameStar oder GamePro gegeben. Ich glaube, die haben auch 80 oder 90 Punkte gegeben. Ich wäre da definitiv mit 9 von 10, beziehungsweise 10 von 10 besser gesagt, da mit drinne. Also Hammer. Also ich habe auch keine Bugs oder sowas gefunden. Ehrlich gesagt habe ich wirklich nichts gefunden. Also ich habe auch ab und zu mal drauf geachtet. Also gar nichts. Echt super sauber programmiert. Die KI war auch immer in der Deckung und alles. Das war auch super. Schwierigkeitsgrad. Ich hatte ja nur höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, der möglich war. Ja. Der ist auch echt angemessen. Und wie gesagt, mir gefällt das Spiel, also echt Kaufempfehlung, definitiv. Dafür kann man auf jeden Fall 40 Euro, glaube ich, kostet, oder 50, 40 oder 50, ausgeben, wenn man es sofort haben will. Man kann natürlich auch noch warten, bis es im Origin-Angebot ist. Aber spielenswert ist es auf jeden Fall und definitiv. Also, ja, wie gesagt, mir hat es echt Spaß gemacht, das Spiel auch zu spielen. Und hoffentlich hat es euch auch beim Zuschauen Spaß gemacht. Und das war das Let's Play von Crysis 3. Ich verabschiede mich. Und ja, lasst ein bisschen Feedback da. Ich bin Adlerwache1999. Ciao, Leute.